Und das hinter mir, das sind auch zwei ganz Große. Der Kölner Andreas Mies an meiner Schulter und sein Partner Kevin Kravitz. Sie holen sich den Sieg im Doppel bei den French Open. Es war die Sensation im Profitennis. Andreas Mies kannte bis dato kaum jemand. Und dann dieser Sieg, ein Jahr ist das jetzt her. Und eigentlich hatte der 29-Jährige vor, ja, seinen Titel zu verteidigen. Aber auch der Profitennis hat Corona-Pause. Das bedeutet für Andreas Mies von 0 auf 100 und wieder zurück auf 0. Fitnesstrainer Christian Hansen fordert den French Open-Sieger im Training fast täglich. Irgendwann wird Mies wieder spielen. Dann muss er auf den Punkt topfit sein. Sein Trainer Dirk Hortian macht sich über die Motivationsfähigkeit seines Schützlings jedenfalls keine Sorgen. Trotz der Zwangspause. Andi ist halt ein extrem positiver Mensch und er sucht sich, auch wenn alles Mist läuft, eigentlich immer nur die positiven Sachen raus. Ich sage immer, dem strahlt die Sonne aus dem Hintern raus. Das Doppel Mies-Kravitz kannten nur Experten. Sie stürmten im Juni vergangenen Jahres den Tennishimmel und stürzten wieder ins Nichts. Auf dem Trainingsplatz wirkt der Doppelspezialist trotzdem völlig mit sich im Reinen. Mies war immer schon sozial engagiert. Jetzt hat er dafür noch mehr Zeit und ist zum Beispiel als Botschafter der Special Olympics für geistig behinderte Sportler tätig. Momentan überwiegend in Webseminaren. Ja, ich bin total begeistert, wie lange ihr alle schon spielt, wie fleißig ihr seid und freue mich auf die Einheit mit euch. Die Einheiten dauern jeweils anderthalb Stunden. Das ist natürlich eine tolle Sache, die der Andi halt nebenbei macht. Und man merkt auch da, dass er da halt so einen Spaß dran hat. Und ich war auch dabei bei der Special Olympics und man hat anfangs immer so ein bisschen Berührungsängste. Aber wenn man sieht, was da zurückkommt von den Kindern und von den Teilnehmern, dann macht das auch einen Riesenspaß. Finde ich super. Der Andi hatte schon immer eine sehr soziale Ader auch. Und der kommt ja hier aus der Kölner Gegend und engagiert sich sehr viel für auch so lokale Projekte hier. Und das macht ihn auch aus. Er ist ein Herzensmensch und das sieht man ihm, glaube ich, auch an. Wann kommt der Tag X? Andreas Mies und sein Team wissen es nicht. Sie trainieren aber so, dass sie morgen startklar wären. Da sitzt er und strahlt, Herr Andi Mies. Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Danke. Kommen wir mal zu diesem Webseminar. Was sagen denn die Nachbarn dazu, wenn sie mit dem Ball gegen die Wand spielen? Ja, ich habe auf der anderen Seite den Besen gehört, der von unten kam an die Decke. Oh. Und dann habe ich auch erstmal aufgehört danach. Ich musste eine Übung vorzeigen. Es ist nicht so einfach im Wohnzimmer, da irgendwelche Tennisübungen vorzumachen, weil ich kaum Platz hatte. Aber es hat trotzdem gut geklappt. Ich habe bewundert, aber dafür sind Sie ja Profi, dass die Vase heil geblieben ist. Wie ist es denn? Erst kennt Sie jetzt, sag mal, kaum jemand, dann komplett berühmt und dann wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, dieses Auf und Ab. Wie fühlt man sich da? Ja, es ist schon verrückt, was alles passiert ist innerhalb so kurzer Zeit. Uns kannte niemand vor den French Open. Doppel ist läuft so ein bisschen unterm Radar. Es wird eigentlich nur Einzel gezeigt. Und dann nach dem French Open kamen wir zum nächsten Turnier eine Woche später nach Halle-Westfalen zu den Noventi Open. Und da galten wir dann mit Roger Federer auf einmal zu den Zugpferden des Turniers. Und die Leute haben uns empfangen wie Superstars. Wir sind da rumgelaufen mit Bodyguard über die Anlage. Es war für uns eine völlig verrückte Welt innerhalb so kurzer Zeit, wie sich das dreht. Und klar, danach, das gehört zum Sport dazu. Man macht Höhen und Tiefen durch. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das war unser erstes Jahr auf dem Level. Und und jetzt ist eine kleine Pause und wir freuen uns, wenn es dann irgendwann weitergeht. Hoffentlich kleine Pause, nicht zu lang, weil Siegen heißt ja auch Geld verdienen. Wie ist es denn zum Beispiel auch, Ihr Kollege hat sogar in einem Discounter Regale eingeräumt in dieser Zeit. Wie kommen Sie da jetzt im Moment klar? Ja, ich muss sagen, dass wenn die Pause vor den French Open gekommen wäre, hätte uns das auch ziemlich hart getroffen, muss ich ehrlich zugeben. Und dadurch können wir ganz beruhigt schlafen. Ich fand es total inspirierend, dass Kevin im Supermarkt gearbeitet hat. Und ich meine, wir sind jetzt schon ziemlich lange auf der Tour unterwegs und wir sind froh, wir sind so privilegiert, dass wir diesen Job machen können. Da einfach mal andere Erfahrungen zu machen und mal einen Einblick zu bekommen, wie es in einem anderen Job ist. Ich glaube, das gibt einem sehr viel und dadurch schätzt man seinen eigenen Beruf auch wieder umso mehr. Und ich meine, wir hatten Zeit und wollten natürlich auch mit anpacken. Und Sie sind auch noch Botschafter, das ist ja auch wichtig, haben wir im Film gesehen, für die Special Olympics und Sie planen noch was, ne?
Genau, ja. Ich engagiere mich seit letztem Jahr für Special Olympics NRW. Das ist, das sind geistig behinderte Athleten und man kennt ja immer viel Paralympics, körperlich Behinderte. Und ich hatte vorher auch keinen großen, keine große Idee, wie das läuft und engagiere mich da seit einiger Zeit für. Und es macht mir total Spaß, wenn ich sehe, mit welcher Freude diese Athleten auch dabei sind. Und Tennis hat mir so viel gegeben und da möchte ich was zurückgeben. Und ja, ich möchte auch an der Stelle noch erwähnen, dass ich Botschafter bin mit Toni Schumacher zusammen, weil im nächsten Jahr findet ein großes WTA-Turnier hier in Köln statt und da freue ich mich besonders, in meiner Heimatstadt. Ja. Wir freuen uns auch, wir drücken die Daumen und jetzt sind wir bei Ihnen, wir werden Sie verfolgen. Dankeschön. Dankeschön.